Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Mafia 3. Wir sind wieder zurück. Und dürfen zu Sam McCann fahren. Gucken, was er von uns will. Oh, 2,3 Kilometer. Ja, moin. Das läuft richtig. Schon, so, der Wagen fährt nur 105 Meilen. Das nur. Das war schon ordentlich zu der Zeit. 105 Meilen. Ich finde es schade, dass ich die Musik halt nicht mit in den in den Aufnahmen drin haben kann. Weil die Mucke ist wirklich gut in Mafia 3. Aber da machst du nix. Oh. Perfekte Scheiße. Das war klar, es hat irgendwann passiert, wenn ich mit einer Hand fahre. Sehr, sehr unlucky. Und der schöne Wagen. Hätte abbiegen müssen. Zack. Mal rum hier. Da sind ja gleich da. Da sind Cops. Hätte ich die Olle jetzt mitgenommen, hätte ich die Cops am Arsch. Wäre nicht so gut gewesen. Das Ding hat echt Bremsen, ey, ohne Spaß. Die gehen halt gar nicht klar. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach, wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Park da drüben an der Seite. Naja, benehmen. Man kennt ihn. Hohoho! Lincoln Clay! Scheiße, Mann! Sieh einer an! Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Ward, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet geil, ist. Geil, Mann, ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. Ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy, war mir eine Freude, wie immer, Sir. Noch zwei Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta. Der, von dem ich dir erzählt habe. Na los, Lincoln, setz dich.
Du warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir sagt, du hast dir da ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte sehr gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Special Forces? Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink. Gott, was für ein Arschloch. Falscher 50er. Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. Zweimal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und Sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch. Wir werden bei dieser Gelegenheit in Ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6-7 Millionen drin sein, leicht. Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Vito spendet eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen, sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten. Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das, das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist draußen, hast es gelöst. Und sowas ist mir verdammt nochmal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer, keine Frage. Ja, also, das weiß ich. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit? Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sammy ist ein Spitzenmann. Aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Also, ich glaube nicht, dass Alice so weit ist. Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mehr als genug für die Rente hängen. Er hat mich aufgenommen, als ich nirgendwo anders hin konnte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Sorry, Mr. Marcano, das kann ich ihm nicht antun. Scheiße, mein Sohn. Ich müsste lügen, wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde. Aber ich sehe schon, du bist loyal. Findet man selten in diesen Tagen. Wollen Sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache? Ha, natürlich, was denn sonst? Und wenn alles vorbei ist, werden wir mehr als quitt sein, Junge. Darauf mein Wort. Was wollen Sie wirklich hören? Dass wir jeden entführt und gefoltert haben, den wir in Verdacht hatten, für die Vietcong zu arbeiten? Ich möchte herausfinden, welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat. So jemand braucht keine Ausbildung. Man setzt ihn auf ein Ziel an und macht, dass man aus dem Weg kommt. Ja, ja. Es ist hier nichts vorbei. Sucht weiter, wir werden ihn schon finden. Kann ich sehen. Ständig Männer. Versuchen wir es da drüben. Die aber auch nicht. Na gut. Ich habe sich Kontakt zum Verdächtigen. Er ist da drüben. Motherfucker. Umzingelt dieses Arschloch. Das ist ein verdammtes Gemetzel. Bringen wir es zu Ende. Komm, zeig dich. Zack, zack.
Der Bohrer ist durch. Nice. Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Der scheiß Bohrer ist dauernd heiß gelaufen. Bei dir und Lincoln alles okay? Ja, alles bestens. Wo ist Danny? Er schiebt alles weg, damit wir Platz haben, das Geld zu fangen. Okay, wenn wir hier oben fertig sind, werfen wir das Geld runter. Mach schnell! Die haben das Licht ausgemacht. Kümmert ihr euch um die Kohle, ich mach das hier klar. Töte, bewegt sich noch da vorne. Wir haben ihn, er versucht zu fliehen. Naja, zu fliehen eher weniger, aber na gut. Bin in Position und feuern. Verdammtes Gemetzel. Wir müssen ihn in die Zange nehmen. What the fuck? Wieso nehmen wir nicht einfach das Gold mit? Sind wir viel reicher? Was ist los? Ich suche mir Deckung. Sind das nicht die Wachleute, die angeblich aus Baton Rouge kommen? Der hat sich da reingebackt. Fuck, die Wachleute ballern uns über den Haufen, sobald wir losrennen. Sag Danny, er muss uns hier rausholen. Ja, mach schneller, Danny. Du musst dir was einfallen lassen. Ich hab TNT. Ich bring es auf unserer Seite an und lass es krachen. Und was genau soll das bringen? Wenn wir Glück haben, wird das Loch groß genug, dass ihr durchpasst. Wieso Glück? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da tust? Das ist Dynamit. Wie kompliziert soll das schon sein? Okay, brennt! Weg von dem Loch! Und? Boom! Oh shit! Nicht so gut! Also jetzt haben wir das gesamte Geld unten, aber nicht so gut. Hilf ihm selber. Ich weiß genau, warum Sir Marcano es auf Thomas Burke abgesehen hatte. Aber er nahm ihm Point Verdun weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman, der Schlachter Barbieri, der prompt eines von Burkes Beinen zerfetzte. Danny Burke machte bei dem Überfall mit. Ich meine, er war Schrauber, er hatte noch nie sowas zuvor gemacht. Aber Thomas Burke bestand darauf. Er hoffte bei einem Erfolg der Aktion, würde Sir ihm vergeben und er bekäme Point Verdun zurück. Hey, angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht. Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's Nikki? Die wollte auch kommen, aber naja, du kennst das. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier. Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht? Ich habe schon alles vorbereitet und organisiert. Die Mädels werden da sein und so weiter. Aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist, du nennst meinen Superschlitten eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich habe einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt mich doch bloß raus, Auto gefickt. Ach, kein Grund zur Besorgnis.
Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden scheiß Zentimeter. Nicht nur die Rückbank. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Vergiss es, ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel, ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad, alles klar. Danny, alles, ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht. Also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alte hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommen wir garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei. Paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich putz den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Mein Vater hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn daraus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist. Alle drin, wir müssen los. Alle da, hau rein! Die Wachen kommen durch das Loch. Let's go! Noch mehr Wachen, los, weg! Diese Schweine, die kommen, schneiden uns den Fluchtweg ab. Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. Ja, irgendwo ja, aber ob das so gut ist, schwierig. So eine Scheiße. Ich schick dich dahin, wo du hergekommen bist. Aus dem Arsch deiner Mutter. Dann könnt ihr auch mal zielen, ey. Sei schon mal diese Stormtrooper, Mann. Da kommen sie. Weiter, nicht langsamer werden. Ich geb ja schon Vollgas. Das Ding fährt nicht schneller. Wow. Oh, Hilfe! Hab ich zu lang nach hinten geguckt. Zieht euch ins Knie, ihr verdammten schwarzlutschenden Die Rampe, Vollgas, Lincoln! Bist du wahnsinnig geworden? Es ist die einzige Idee. Ist bei euch alles okay? So eine verrückte Scheiße habe ich noch nie miterlebt. Ich bin bloß froh, dass wir noch leben, Leute. Und, wie geht's jetzt weiter? Es gibt nur einen Weg, darauf. Willst du mich verarschen? Da wird vom Bullen nur so wimmeln. Mal sehen. Wenn wir Glück haben, sind die so mit dem Mardi Gras beschäftigt, dass sie uns gar nicht sehen. Gehen wir. Verdammt, war das ein Spaß. Sag mal, musst du mir unbedingt so an den Arsch fassen? Deine Klappe und kletter weiter, Mann. Gib mir die Hand, komm schon. Hier, komm her, hab dich. Hab dich. Gut. Okay, wenn wir da raus sind, gehe ich zum nächsten Telefon und rufe uns einen Wagen. Zu gehen? Ja, wenn mir jemand hilft, geht's schon. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich dich trage, du Klappstuhl. Lass mich mal. Hey, was soll das? Lass mich runter! Wenn einer fragt, sagen wir, er ist besoffen. So, ihr schnappt euch die Kohle und dann raus hier. Verdammte Scheiße!
sehr angenehm, ihn so zu tragen. Naja. Damals sind nix. Oh, na endlich. Es ist halt irgendwie komplett weird, wenn man sieht, dass die Leute tanzen, aber keine Mucke läuft. Bevor sie uns wegen dir einkassieren. Stopp! Verdammt nochmal! Stopp! Leck mich, Drecksau! Sehr gut. Oh, Verzeihung. Hey Mann, leg auf! Weg mit dem Telefon! Los! Oh, so lasse ich mich nicht behandeln! Haltet die Augen offen. Ah, wir brauchen einen Wagen. Das ist Punkt 1. Wir stecken in der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Ich kann dir keinen Wagen schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu, an der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja. Da wartet ein Wagen an der Laderampe. Und Lincoln, seid vorsichtig, hörst du? Ihr beide. Sind wir. Ja, ja. Lebensmittelladen zur Laderampe. Gott schütze deinen Alten. Los, komm. Ah, bin ich auch für. Es kommt halt einem so bescheuert vor, wenn die einfach tanzen und man hört halt keine Musik. Aua. Aber was willst du machen, ne? Ich hab keinen Bock, einen Strike auf den Channel zu kassieren. Los durch die Bar, beschissene Bullenschweine, mir zu erzählen, die Party sei vorbei. Ich bestimme, wann die Party vorbei ist. Wir erhalten zwar noch weitere Meldungen, doch wie es scheint, wurde die Bundesbank im Zentrum von New Bordeaux ausgeraubt. Quellen bei der Polizei berichten von mehreren getöteten Wachleuten. Die Täter seien mit einer... What? Fuck, ist da passiert? Scheiße, habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten. Halt's Maul, Georgie, wir müssen weiter. Zum letzten Mal. Du als Shakespeare sofort, was du mit der Hand hast. Einen männlichen Schwarzen, etwa 1,93 Meter groß, einen männlichen Weißen, etwa 1,80 Meter groß, sowie zwei unbekannte Komplizen. Sie sind bewaffnet und extrem gefährlich. Mist, sie haben das Boot gefunden. Bleib cool, Mann, ist noch nichts verloren. Ja, extrem gefährlich würde ich so nicht sagen, so, also... Stiefelkreis! 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 What the fuck? Kommt gar nicht in Frage, Mann. Schon gut, er geht ja nicht allein. Jesus hier ist unser Begleiter. Amen. Also, gehen wir. Hey, guck mal hier! Ja gut, so kann man auch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, so. Was hat er mit dem Schießeisen? Ah, bewegt euch! What the fuck?
Wie viel Damage machen die denn? Von dieser Dienst nach Vorschrifttour nicht gelangweilt sein. Was bringt dir das? Geld und einen ganzen Haufen gar nichts. Keine Spur von ihm hier. Sehen wir da drüben nach. Tourist. Tourist. Komm. Näher, näher, näher. Komm, nächster, nächster, nächster. Kommen Sie. Spur von ihm hier. Sehen wir da drüben nach. Dann alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Run, boy, run. Run, boy, run. Ich werde ihn selber finden. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Vorher hat er noch gesagt, wir treffen uns im Haus. Steig ein. Gut, das soll es dann gewesen sein mit einer weiteren Folge von Mafia 3. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Guck gerne in die Beschreibung. Alice Schnauze. Guck gerne in die Beschreibung. Checkt Twitter und Twitch aus. Twitter, um auf dem Laufenden zu bleiben, sowie Streamankündigungen für Twitch, wenn ich live gehe, freitags und samstags 21 Uhr. Guckt sonst noch ein paar Attributes auf dem Channel an. Ist ein bisschen was ja, am Start so, für jeden was dabei. Habt einen schönen Tag noch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Und Alice, Schnauze.